Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Apex Legends Season 14 News Update. Zum einen hat sich die EA Apex Legends Seite aktualisiert mit der Premiere des Gameplay Trailers gestern. Wir sehen die ganzen POIs, wie die sich verändert haben mit diesem Schieberegler vorher, nachher. Ein paar Balance Updates werden gezeigt, verschiedene Jump Towers sind verschwunden, Loot Pool wurde verbessert an den verschiedenen POIs und so weiter und so fort. Ich zeige euch gleich, was sich alles verändert hat. Auch verschiedene Rotationsmöglichkeiten, die das Spielerlebnis im Allgemeinen auf jeden Fall deutlich verbessern soll. An verschiedenen Spots sind Treppen hinzugekommen, Seilrutschen, um einfach auch auszugleichen, dass man eben nicht zum Beispiel mit einer Movement-Legende wie Horizon oder Pathfinder versucht, irgendwo Highground zu erreichen. Finde ich eine richtig coole Sache. Kommen wir zuerst zu den Leaks, die nicht bestätigt sind, aber Sinn machen. Shattercaps und Deadeyes Tempo sollen wohl verschwinden. Macht Sinn. Beides Hop-Ups, die unter anderem für den Bogen sind. Der Bogen geht jetzt ins Care-Package und die beiden Hop-Ups werden sicherlich integriert im Bogen sein. Und da die 3030 Repeater jetzt den Schädelspalter inklusive bekommt, wenn man ihn findet, inklusive war jetzt falsch, und der Schädelspalter ja logischerweise zurückkommt und auch der Double-Tap-Trigger, macht es nur Sinn, dass natürlich wieder zwei rausgehen, zwei Hop-Ups, damit der Beutepool, der Loot-Pool einfach nicht so überfüllt ist. Macht also Sinn. Wir gehen direkt jetzt auf die offizielle EA-Seite. Wir fahren ja mal so ein bisschen durch. Das Bild sollte schon bekannt sein. Wir haben natürlich Relikt. Die Map hat sich erweitert. Die Möglichkeiten auf der Map zu landen sind erweitert worden. Man sieht es natürlich eindrucksvoll. Wir schieben jetzt einfach mal den Regler nach rechts, um zu sehen, wie sich der Spot verändert hat. Und wir sehen natürlich, dass hier eine Menge mehr Landfläche hinzugekommen ist, wo wir kämpfen können. Also das ist schon echt riesig. Natürlich könnte man jetzt als alteingesessener Apex-Spieler sagen, früher war dort meine Fresse Sprachfasching. Früher war dort Skulltown und natürlich die Donnerkuppel. Jetzt haben wir einfach nur die Fläche dazu bekommen. Könnte man so sehen. Aber in den vergangenen Seasons haben wir natürlich im Norden der Map natürlich auch noch eine Map erweitert bekommen, so dass im Allgemeinen die Map jetzt tatsächlich größer ist als je zuvor, auch wenn wir die Donnerkuppel hier nicht zurückbekommen haben. Sieht aber unwahrscheinlich genial aus, muss ich sagen. So, weiter im Text. Hier haben wir noch mal ein anderes Bild vom Relikt. Wir haben den Käfig. Wir sehen, dass der sich hier so verändert hat. Das ist nun mittlerweile kein Geheimnis mehr und wir wissen auch von Respawn erklärt, dass einfach das Campen, das Squad, was hier einfach im Käfig war, war extrem schwierig hier nur rauszuholen, wenn sich das Squad hier verkämmt hat. Und dementsprechend wurde genau deswegen dieser Spot jetzt relativ offen gehalten, dass eben dieses ganze Gecampe ein Ende hat. Finde ich eine coole Änderung, aber wirklich notwendig fand ich es jetzt auch nicht. Auch dieser Spot hat sich geändert. Die Gebäude sind komplett verschwunden. Finde ich ebenfalls extrem krass, aber nicht verkehrt. Aber ich frage mich dann, wie wichtig werden dann noch so eine Legenden wie Bloodhound, wenn man eben die Gebäude hier alle gar nicht mehr scannen muss. Kann man machen, muss man nicht. Ich finde es trotzdem ganz geil. Auch hier am Broken Relay sind ein paar Gebäude dazugekommen. Einige sogar. Finde ich krass. Sieht geil aus. Ja. Mega. Weiter im Text. Hier, das finde ich ein bisschen kurios. Es sind eine Menge Rotationsmöglichkeiten und Wege dazugekommen, die es vorher nicht gab. Hier wurde aber ein Weg weggemacht. Zauberei, ein Felsen entsteht. Das macht für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ist nun so. Aber logisch macht das überhaupt keinen Sinn. Keine Ahnung. Ja, der Weg ist eben weg. Das ist ein Fehler auf der Seite, das kann ich schon mal sagen, weil das haut hier nicht hin. Was hier eigentlich gezeigt werden sollte, keine Ahnung, weil auf diesem Bild sehen wir auf jeden Fall keine Veränderungen, keine neuen Wege, das ist alles Standard. Diese Änderung begrüße ich extrem. Wenn wir auf der Map vor dem Markt stehen und Richtung Osten gucken, kommt auf der linken Seite des Marktes jetzt dieser Weg hinzu. Mehr Möglichkeiten zu rotieren oder eben eine Third Party zu kreieren und so weiter und so fort oder eben sich hier vom Acker zu machen. Ich finde diese Änderung auf jeden Fall sehr begrüßenswert und hier Richtung Käfig, wenn wir runter Richtung Käfig laufen, haben wir jetzt einen weiteren Weg schräg links dazu bekommen. Sehr offen, sehr weitläufig, sieht extrem geil aus. So, hier wird
die Beuteaktualisierung thematisiert, dass das Beutemissverhältnis zu krass war im Vergleich zu den anderen Maps, die es gerade gibt. Beutequalität auf den verschiedenen POIs wurde verbessert, dass wir nicht mehr so viel Mist finden im Allgemeinen, und auch die Beutemenge wurde aktualisiert, dass man mehr findet. Wie oft machst du eine Kiste auf, findest einfach keine Waffe und du bist sofort das Opfer Nummer 1. Auf diesem Bild sehen wir eindrucksvoll, wie viele Jump Tower hier auf dieser Map verschwinden. Ich glaube, man sieht hier nicht alle Jump Tower, 5 an der Zahl, verschwinden. Das ist sehr krass, das verhindert auf jeden Fall so ein bisschen dieses ganze Third-Party-Problem. Wir fangen mal an, ich schiebe das hier jetzt mal so ein bisschen hin und her. So sieht es dann jetzt in Season 14 aus, so vorher. Wir sehen hier unten rechts schon mal den ersten Jump Tower, der verschwindet. Und wenn ihr ganz genau hinseht, hier ist eine Zipline dazu bekommen. Es ist einfach Sinn, dass an verschiedenen Spots, Sumpf, hier an der Stelle, ich habe jetzt gerade einen Namen spontan vergessen, ganz geil, verschiedene Ziplines und Treppen wurden noch hinzugefügt, damit man eben, wenn man nicht gerade eine Movement-Legende wie Pathfinder oder Horizon hat, dass man auch eine Möglichkeit hat, Highground zu erlangen, wenn man eben ein schlechtes Movement-Squad hat, ohne Zipline, ohne alles. So, was sehen wir noch? Dann sehen wir hier, ja, in diesem Regler in der Mitte hatten wir vorher 4 Jump Tower, die wir im Hintergrund sehen, sind jetzt nur noch 2. Also sind an dieser Position schon mal 3 Jump Tower, die jetzt weg sind, die nicht mehr da sind. Ob der hier ganz links verschwindet, kann ich euch leider nicht sagen, weil hier dieser Regler im Weg ist. Könnte sein, muss aber nicht. Aber es ist auf jeden Fall, also das mit den Jump Towern finde ich gar keine so schlechte Sache. Dann sind noch, okay, hier, das kann ich vorlesen. Das sind auch weitere Änderungen. So, ein neuer erhöhter Gang hilft Spielern, zwischen zerstörter Brücke und Flussmitte zu rotieren. 2 Treppen und 2 Seilrutschen wurden hinzugefügt, damit Legenden, die keine Movement-Legende eben sind, die Wände am Repulsor hochkrauchen können. Der Repulsor-Tower war es, genau. Eine vertikale Seilrutsche wurde hinzugefügt, um Legenden, die nicht auf Bewegung basieren, den Zugang zur Wand bei Artillerie zu erleichtern. 2 vertikale Seilrutschen wurden hinzugefügt, um Spielern den Zugang zu den Gängen in Sümpfen zu erleichtern. In den Sümpfen selber ist ein explosives Lager hinzugekommen. Dort gibt es aktuell noch keine Bilder. Ich bin gespannt, was explosives Lager heißt. Eine Reihe von Bäumen wurden im Wald entfernt, um die Sicht zu verbessern. 2 der 3 Aufladetürme des Kondensators wurden entfernt. 5 Sprungturme wurden im Bereich entfernt, die von langsamen Rotationen profitieren. Was wahrscheinlich der Grund ist, eben weil Kings Canyon die kleinste Map ist, ist auch eine Third Party da relativ wahrscheinlich und schnell. Und mit dem Entfernen der Jump Tower wird das wahrscheinlich ein bisschen minimiert, sodass wir im Midfight wahrscheinlich auch mal mehr Gegner finden, die sich nicht durch schnelle Rotation durch den Jump Tower so schnell selber eliminieren, dass wir ewig nach Gegnern suchen. Finde ich eine coole Sache. Und einige Bugs und Endzonen wurden behoben, sodass man nicht mitten im Nirgendwo auf einmal eine Endzone hat und so weiter und so fort. Ladies and Gentlemen, das ist das aktuellste News-Update. Vergesst nicht, am Donnerstag 17 Uhr einzuschalten. Dort gibt es das exklusive von EA präsentierte Vantage-Video. Wer jetzt denkt, wir kennen doch alles schon mit Vantage, der irrt definitiv, denn es gibt noch 1, 2, 3 Sachen, die es über Vantage zu berichten gibt, die aus sämtlichen Trailern nicht ersichtlich waren, über die Fähigkeiten, wie genau Sachen funktionieren, wie Echo funktioniert, was man mit Echo alles machen kann und so weiter und so fort. Bleibt einfach bis dahin gespannt. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.